Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten und willkommen zum dritten Teil meines Vergleichs zwischen dem Huawei Ascent Mate auf der linken Seite und dem Samsung Galaxy Note auf der rechten Seite. Wir wollen uns in diesem Teil mal die Displays anschauen. Wir werden beide Smartphones auf vollste Helligkeitsstufe drehen, dann sehen wir uns die Bilder an und dann vergleichen wir mal, welches wo seine Stärken und Schwächen hat. Auf der rechten Seite haben wir ein 5,3 Zoll Super AMOLED HD Panel, auf der linken Seite haben wir ebenfalls ein HD Panel, allerdings ein IPS Plus LC Display. Unterschied zwischen AMOLED und LC-Displays dürfte relativ geläufig sein. Wir haben sehr, sehr kräftige, sehr, sehr fast schon überstrahlte Farben bei AMOLED und demgegenüber steht dann ein LC-Display, das sehr, sehr natürlich erscheint. Genauso ist es auch in diesem Fall. Die Farben sehen deutlich natürlicher aus beim Huawei Ascent Mate auf der linken Seite. Rechts ist das so ein bisschen in Richtung Genforschung oder so, ich weiß es nicht. Wenn wir uns den Blauwert anschauen, sehen wir hier etwas Ähnliches. Ich werde mal weiter von oben frontal drauf schauen, denn es sieht hier so aus, als würde von unten rechts deutlich mehr Licht kommen. Das ist nicht so. Das Ascent Mate Display ist komplett klar ausgeleuchtet, überall die gleiche Farbe, so wie es sein soll. Und das Blau gefällt mir hier wirklich sehr, sehr gut. Langsam, ich bin zwar wirklich mittlerweile eigentlich so ein AMOLED-Typ, weil ich mich dran gewöhnt habe. Ich muss allerdings zugeben, dass die Farben deutlich natürlicher aussehen auf dem Ascent Mate. Nein, wir gehen noch nicht in Richtung Ascent. Schauen wir uns erst noch gelb an. Das schaut so aus. Das geht hier schon so ein bisschen ins gräulich-olivgrüne oder sowas, das Gelb. Und hier ist es einfach ein sehr sattes, ein sehr gelbes Gelb. Grün, deutlich dunkler auf der rechten Seite, gefällt mir auch in diesem Falle wirklich besser. Das Grün beim AMOLED sieht deutlich schöner aus als dieses hier. Rot, ja, das Rot sieht wieder deutlich natürlicher aus beim Huawei Ascent Mate und deutlich leuchtintensiver ist es beim Samsung Galaxy Note. Wir gehen mal rüber in Richtung Ascent und was wir uns hier zuerst anschauen möchten, ist diese Rahmen, die wir leider ober- und unterhalb des Huawei Ascent Mate haben, weil es eben ein LC-Panel ist und hier wird das Schwarz erzeugt, künstlich erzeugt. Deshalb haben wir das ja von hinten beleuchtet. Man erkennt das wirklich sehr, sehr gut, wenn man das Handy vor sich hat. Kommt auf der Kamera besser rüber, wenn man es so ein bisschen drehen würde. Gut, das haben wir beim Note natürlich gar nicht. Hier ist alles schwarz, so wie es sein soll. Wir waren beim Ascent stehen geblieben. Das schaut so aus. Ich drehe die Displays mal. Ich hoffe, die Rotation ist noch eingestellt. Nein. Also werde ich das mal eben machen. Bildschirm drehen. So. Okay. Legen wir sie übereinander und schauen uns das Gleiche noch einmal an. So, was fällt hier auf? Das Ascent Mate ist deutlich heller. Das Fleisch sieht dort deutlich leckerer aus, weil es eben natürlicher aussieht. Ich denke, man weiß, die Farben beim Note sind zwar wirklich sehr, sehr schön, sind sehr hochgepusht. Ich würde aber ungern dort reinbeißen. Und so sieht es auch bei diesem Bild aus. Ich finde, das Note ist hier deutlich schärfer. Man erkennt das hier sehr, sehr schön in diesem Stück. Jetzt dürfte man das sehen. Allerdings gefallen mir die Farben auch hier wieder beim Ascent Mate besser. Beim Gurkensalat würde ich vermutlich den oberen bevorzugen, weil er sehr, sehr schön grün und sehr saftig aussieht. Hier unten ist das mehr so ein, ja, ich sag mal, lasches Grün-Gelb. Den Kartoffelsalat, auch hier ein ähnliches Bild. Müsst ihr euch von überzeugen, ja, ich keinen Kartoffelsalat esse und für mich sieht beides lecker aus. Das ultimative Super AMOLED-Panel-Bild ist das hier. Es sieht nirgendwo schöner aus. Die Farben sind unglaublich gut auf dem Samsung Galaxy Note. Auch auf dem Mate sieht es wirklich schick aus. Allerdings hat es hier keine Chance gegen das Note. Die Lichtverteilung erkennt man hier sehr, sehr gut. Das Licht kommt von oben rechts und scheint so über das Display. Man erkennt beim Note mehr, weil es einfach nicht so, ich sag mal, überbelichtet ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Hier strahlt es schon deutlich stärker aus. Und bei diesem Bild können wir nochmal gucken, wie das Grün in der Natur so aussieht. Hier gefällt mir das Note wieder besser. Ja, ein paar Blümchen schauen wir uns noch an. Und dann wollen wir mal was an der Helligkeit drehen. Wir drehen das mal kurz auf ganz unterste Stufe. Und schauen dann nochmal kurz vorbei. So. Gehen wir also wieder zurück zur Galerie. Und gehen hier noch einmal ganz kurz durch.
So, warum drehe ich das eigentlich die ganze Zeit, damit wir denselben Blickwinkel ungefähr haben? Denn das schaut hier deutlich frontaler drauf als auf das Note. Nur damit ihr das versteht. Wir gehen jetzt nochmal kurz die Bilder durch. Ihr macht euch euer Bild. Und dann schauen wir uns noch zuletzt die Blickwinkel einmal an. Ganz links haben wir noch ein weißes Bild, um den Weißwert zu vergleichen. So, wenn euch das zu schnell geht, dann machen wir es ganz einfach so, dass ihr mal das Video stoppt oder sowas. Schauen wir uns das auch nochmal in groß an. Ja, hier muss man nicht viel groß machen. So, und grün nochmal. Und zuletzt noch einmal rot. Und jetzt gehen wir mal nach links und sehen uns den Weißwert an. Und hierfür zoome ich nochmal ein Stückchen rein. Denn hier erkennt man zwei sehr, sehr deutliche Sachen. Auf den ersten Blick sehen sie beide sehr, sehr weiß aus. Dem ist aber nicht so. Denn das Accent Mate geht deutlich in ein Rot über. Hier haben wir einen sehr, sehr deutlichen Rot-Grau-Ton. Der das Weiß irgendwie hinter... weiß ich auch nicht. Hier hingegen geht das Ganze so ein bisschen ins Gelb-Graue. Beide Weißwerte sind nicht wirklich überzeugend und nicht so schön. Schauen wir nochmal auf höchster Helligkeitsstufe, wie es sich dann macht. Und dann gehen wir über zu den Blickwinkeln. Nicht den Hintergrund ändern, sondern die Helligkeit. So. Wie schaut es jetzt aus? Jetzt erkennt man das vielleicht nochmal deutlich besser. Auf der rechten Seite das Samsung Galaxy Note, links das Huawei Accent Mate. Hier sieht der Weißton beim Mate schon deutlich besser aus als eben, auch besser als beim Note, geht allerdings immer noch so ein bisschen, jetzt nicht mehr ganz so viel in die rote Richtung. So, wir schauen uns die Blickwinkel mal an. Die Blickwinkel sind bei beiden Smartphones wirklich überzeugend. Ganz egal, aus welchem Winkel man drauf schaut, man erkennt immer, was man sehen möchte. Wenn ich das Ganze nochmal ein bisschen höher drehe, merkt man leicht, dass sich ein bisschen die Farben ändern. Das ist allerdings deutlich weniger, als ich es von anderen Smartphones kenne. Dabei ist es wirklich relativ egal, wie groß der Blickwinkel ist. Was jedoch auffällt, ist, dass wir beim Huawei Accent Mate so eine kleine Graustufe überspringen. Das versuche ich euch jetzt mal zu zeigen anhand des grünen Bildes. Wenn man das Display nämlich dreht, wird es irgendwann dunkler und dann wieder extrem hell, je höher der Blickwinkel wird. Haben wir das auch beim Samsung Galaxy Note? Wir schauen mal. Hier würde ich sagen, nein. Hier bleibt der Blickwinkel konstant. Wir haben immer ein gutes Bild. Eventuell erkennt man das aber auch an diesem Foto hier nochmal ganz gut. Ich drehe es nochmal. Und ich denke, man sieht, dass die Farben hier konstant bleiben. Wenn wir jetzt das Huawei Accent Mate nehmen, mal sehen, ob wir das rüberbekommen auf die Kamera. Jetzt ist noch alles gut. Jetzt wird es deutlich grauer und ab jetzt strahlt es wieder sehr, sehr hell. Ich denke, das soll es auch gewesen sein. Das war mein Display-Vergleich. Das war der dritte Teil meines Vergleichs zwischen dem Huawei Accent Mate auf der linken Seite und dem Samsung Galaxy Note auf der rechten Seite. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut.